Die Axt ist Mextli gegen ein Leben mit Philipp. Ich gehe davon aus, dass Sonja von Steigenberg immer noch im Besitz des Turmbrandes ist. Ja, sie hat mir eine Frist gesetzt bis heute Mittag. Und dann will sie das Band der Polizei übergeben. Dank ihrer Hilfe wird das ja nicht mehr nötig sein. Wie fühlt man sich, wenn die Uhr kurz vor 12 zeigt? Eigentlich kann man nur verzweifelt hoffen, dass alles gut geht und dass das Brötchen ausnahmsweise nicht mit der Marmeladenseite auf dem Boden landet. Ungeschickt lässt grüßen. Kann doch gar nichts dafür. Böses Schnittchen. Was wird denn gefeiert? Wir feiern nicht, wir arbeiten. Ich habe die wichtigsten Leute der Musikbranche eingeladen. Networking. Sollte man nicht erst ein Album aufnehmen, bevor man es promotet? Danke für den Tipp. Besorg was für die Stimme davon, Frau Wolf. Sie ist ein wenig heiser. Und was genau? Brausetabletten oder was zum Lutschen? Steht alles genau hier drauf. Und bitte kauf nichts Falsches. Sie ist sehr wählerisch. Ja, sie kann sich ja auch leisten. Beeil dich, Jessica. Die Gäste kommen in 20 Minuten. Nicola, schön, Sie zu sehen. Dr. Berger, zurück aus der Schweiz? Allerdings. Und, ich habe Ihnen was mitgebracht. Die Axt des Mextli? Transportsicher verpackt. Ich kann sie Ihnen jederzeit zeigen. Ich kann es wirklich kaum erwarten. Ich habe schon befürchtet, dass dieses Artefakt wirklich nur eine Legende ist. Heute Abend beweise ich Ihnen das Gegenteil. Allerdings ist es an der Zeit, dass Sie Ihren Teil der Abmachung erfüllen. Und ich befürchte, die Regeln haben sich ein bisschen geändert. Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht. Trennen Sie sich von Prinz Philipp. Das ist meine Bedingung. Sollte man auf keinen Fall in die Knie gehen. Vielleicht sollten wir alles Weitere nach dem Empfang besprechen. Ja, darüber wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ja. Hey, du. Hey. Dr. Berger, wie war es in der Schweiz? Nicht so schön wie hier, Prinz Philipp. Ich nehme an, Sie hatten geschäftlich zu tun. Um ehrlich zu sein, war ich wegen Ihrer zauberhaften Verlobten in Zürich. Wie darf ich das verstehen? Nicola hat mich gebeten, ein seltenes Sammlerstück für die Lahnstein-Auktion zur Verfügung zu stellen. Die Axt des Mextli. Kennen Sie das Artefakt? Nie davon gehört. Um dieses Sammlerstück ranken sich viele Sagen. Vor allem soll es dem Besitzer sehr viel Macht verleihen. Klingt interessant. Warum verkaufen Sie es dann? Weil es Dinge gibt, die viel wertvoller sind. Wem sagen Sie das, Dr. Berger? Ich glaube, Tristan empfängt jetzt die Gäste. Da sollten wir dabei sein. Ich ziehe mich dann zurück. Diese Massenveranstaltungen sind nichts für mich. Wir sehen uns. Dann ist dieser Berger also ein schwieriger Kunde, der so einen Zirkus um seine Kunstobjekte gemacht hat? Ja, er hat eine ziemlich bedeutende Sammlung. Und es war ziemlich schwer, ihn davon zu überzeugen, ein paar Dinge zu veräußern. Kein Wunder, dass du ihn rumgekriegt hast. Wer kann dir schon widerstehen? Sebastian? Sebastian, was sind das alles für Leute? Wilde Branche. Der Typ da unten zum Beispiel ist der absolute Hotshot unter den Produzenten. Hat alles unter Vertrag, was Rang und Namen hat. Und das ist unser Star. Okay, Marlene Wolf. Tristan glaubt an Sie. Aber warum soll ich das tun? Sehen Sie mich an. Sie hat eine Stimme, die man nicht so schnell vergisst. Marlenes erste CD wird ein Senkrechtstarter, das garantiere ich. Gib uns ein paar Monate. Und wenn sie ihre ersten Preise abräumt, wird sie meine Kollektion tragen. Was ist eigentlich mit deinem Kleid? Hast du es selbst genäht? Nein, das hat mir Marlene geschenkt. Na, so viel zu deiner Kollektion. Und das ist ihr treuester Fan? Hagen von Lahnstein, Tristans Bruder. An guten Tagen nennst du mich auch ihren Verlobten. Ich muss dringend was trinken. Hagen, wärst du so nett?
Hagen, bringst du mir auch ein Glas Wasser mit? Na gut, Schwangeren soll man ja nichts abschlagen. Vielleicht noch so ein kleines Häppchen vom Buffet. Sehe ich aus wie dein Laufbursche, Tanja? Eher wie der von Marlene. Kommst du zurecht? Ja, die Leute oben ziehen ganz gut was weg, aber wir haben ja Vorrat. Ah ja, und das Zaubermittel gegen rostige Stimmen ist auch eingetroffen. Also kann nichts mehr schiefgehen. Ja, beeil dich, wir haben keine Zeit. Schon gut, ich habe ja auch nur zwei Beine. Ja, komm. Jessica! Ja? Jetzt ab mit dir. Und kommt jemand von den Gästen für deine neue Kolumne in Frage? Wohl kaum. Lydia schreibt über Geschäftsfrauen und nicht über Flittchen. Aber du hast doch sicherlich die ein oder andere Bekannte hier getroffen, oder? Philipp hatte immer Stil. Das hier ist wohl eher deine Liga. Na, vielen Dank. Nein, für meine Kolumne kommen eher Nico oder Marlene in Frage. Ja, und nachdem dein Artikel über Marlene sogar unsere Hochzeit zum Platzen gebracht hat, sehe ich keinen Grund, warum du bei meiner Schwester nicht gleich nachlegen solltest. Habe ich was verpasst? Ich dachte, ihr beide... Ich wollte nicht von einer Ehe in die nächste schlittern, sondern mir Zeit für eine Zwischenphase gönnen. Ja, eine kleine Karrierephase. Aber vielleicht darf ich gnädigst ja wenigstens etwas zu essen holen? Nee, ich gehe lieber selbst. Ah, eine weitere Demonstration deiner Unabhängigkeit nehme ich an? Nein, ich weiß einfach nur noch nicht, worauf ich Appetit habe. Ich komme mit. Champagner? Für mich nicht, danke. Ich hatte vor ewigen Zeiten mal einen Whisky bestellt, aber vielleicht kann ich Ihnen hier stattdessen was bringen. Schon gut, ich hole ihn ein. Das heißt sehr wohl. Und mehr möchte ich von Ihnen gar nicht hören. Und? Haben Sie Berger schon gesehen? Er wollte schon längst aus Zürich zurück sein. Ist er auch, aber er wollte beim Empfang nicht dabei sein. Schön. Woher kennen Sie ihn eigentlich? Wir haben zusammen studiert. Das waren wilde Zeiten. Er hatte gewisse Ähnlichkeit mit Ihnen, nur dass er den Frauen nicht das Geld aus der Tasche gezogen hat. Dann war er wohl sehr beliebt. Er hat sich genommen, was er wollte. Übrigens habe ich manchmal den Eindruck, dass er es auf Nico abgesehen hat. Sicherlich hängt die Zukunft der Musikindustrie von einem funktionierenden digitalen Geschäftsmodell ab. Und ich glaube, ich habe da auch schon eine Idee. Marlene? Was ist das? Dein Lieblingsdrink. Ich bin Heisehagen, das weißt du ganz genau. Da ist Alkohol Gift für meine Stimmbänder. Rieslingschorle. Prost und schönen Abend noch. Was ist denn los? Immer noch Stress mit Marlene? Und Sie sind als Straßenmusiker entdeckt worden? Und die musikalische Ausbildung? Nee. Du solltest dir mal einen Slogan überlegen. Wenn man seine eigene Firma hat, dann braucht man sowas. Und wie ist deiner? Kleider machen Bräute? Sehr witzig. Wie wär's denn mit Fritsche baut dir jede Klitsche? Ja, das ist doch der perfekte Name für eine Baufirma. Da muss ich, glaube ich. Ja, das ist mein Lieferant. Jetzt? Ja, du weißt doch, wie das ist. Als Chef hat man keine Pause. Fritsche, hallo? Der ist ja wie ausgewechselt, seitdem er sich um den Umbau vom Gestüt kümmert. Hätte schon viel früher sein eigenes Ding machen sollen. Außerdem macht Projektleitung sexy. Ach, Lydia, da ist Helena. Ich muss dringend was mit ihr besprechen. Entschuldige, ja? Helena, hast du kurz einen Moment? Berger ist wieder zurück. Ich habe ihn gerade gesehen. Hat er die Axt? Und gibt er sie dir? Wenn ich mich von Philipp trenne. Ich habe wirklich gedacht, dass er mir die Axt einfach so gibt. Aber seitdem er denkt, dass er in mich verliebt ist. Was ist mit Sonja? Hast du mit ihr noch mal Kontakt gehabt? Alles beim Alten. Wenn ich ihr nicht das Artefakt bringe, dann gibt sie das Turmband der Polizei. Und will sich Berger noch mal mit dir treffen? Heute Abend. Nico, mach jetzt bloß keinen Quatsch. Ich werde mich nicht von Philipp trennen. Aber wenn ich vielleicht doch... Ich meine, es ist doch nur eine Nacht und Philipp bekommt dafür lebenslänglich. Sag mal, bist du irre? Wenn du das tust, da kommst du nie wieder raus. Jedes Mal, wenn du in den Spiegel guckst oder wenn du mit Philipp zusammen bist. Also denk nicht mal dran. So schlimm. Kennst du das? Du willst etwas Nettes sagen und dann kommt genau das Gegenteil dabei raus? Das ist mir auch schon mal passiert. Ich fühle mich Hagen gegenüber ja schon auch wie du in deinen besten Zeiten.
Mann, das ist doch nicht normal. Hat er auch mal ein Date mit dir vergessen oder dich sonst irgendwie enttäuscht? Oder wieso hast du ihn immer so angezickt? Er hat meine Gefühle nicht erwidert und ich wollte ihn auf Abstand halten. Du solltest doch nicht von mir sprechen, sondern von dir. Marlene Hagen liebt dich. Woher soll ich das wissen? Er lässt mich bei einem wichtigen Termin hängen, macht sich über mein Missgeschick lustig, verkauft verleiht meine Sachen, ohne mich zu fragen. Als ob das, was ich will, überhaupt nicht für ihn zählt. Das denkst du? Im Ernst? Er hat dich gefragt, ob du ihn heiraten willst. Unter Narkose. Danach hat er sich nicht mal daran erinnert. Was? Dann wollte er auch noch Bedenkzeit. Ich glaube, er hat nur zugesagt, weil es ihm peinlich war, der ganzen Familie alles zu erklären. Dana, Hagen war sich nie sicher. Woher soll ich denn wissen, dass das jetzt ist? Ich kenne ihn nicht gut. Aber Hagen ist nicht der Typ, der sich bindet. Und wenn er dich fragt, ob er dich heiraten will, dann bedeutet das auch was. Meinst du wirklich? Er wäre so leicht aus der Nummer rausgekommen. Aber er hat es nicht getan. Weil er dich liebt. Das heißt, dann knallen da heute Nacht zwei Sterne gegeneinander? Zumindest kreuzt der Komet EB12 die Bahn des Mondes Gerion. Aber uns wird doch wohl nichts passieren. Das passiert in 600 Millionen Kilometer Entfernung, Frau Linse. Wir sind sicher. Aber die Welt der Astrophysik hält den Atem an. Habe ich dir erzählt, dass mein Doktorvater Professor Kohlberg live im Radio kommentiert? Ach, dann scheint das ja wirklich etwas Besonderes zu sein. Willst du nicht doch mit rauskommen und mir den Sternenhimmel beobachten? Sei mir nicht böse, aber mir ist heute lieber nach einem Glas Wein vor dem Kamin. Klingt auch gut. Wenn die Pflicht nicht rufen würde. Wir sind in letzter Zeit einfach viel zu selten zusammen. Sag mal, dieser Berger, findest du den attraktiv? Was? Wie kommst du denn darauf? Das ist doch überhaupt nicht mein Typ. Er mag dich, da bin ich mir ganz sicher. Wir kennen uns doch kaum. Nicola, ich mein's ernst. Ich habe genau bemerkt, wie er dich ansieht. Ich habe nur Augen für dich. Daran solltest du wirklich nicht zweifeln. Falls du es dir anders überlegst, in meinem Schlafsack ist heute noch ein Plätzchen frei. Runde Party drauf, sollten wir anstoßen. Wo ist unser Star von morgen? Das wollte ich dich gerade fragen, Manager. Marlene hat sich schon hingelegt. Sag ihr, die Musikbranche frisst mir aus der Hand. Ich werde es ausrichten. Ich wusste gar nicht, dass du so lange für deinen Heiratsantrag gebraucht hast. Wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Plötzlich ist gut. Ich würde sagen, das vergisst keine Frau so schnell. Marlene ist sich einfach unsicher, ob du es wirklich ernst mit ihr meinst. Und nach dieser Geschichte kann ich sie sogar verstehen. Verdammt! Jetzt kann ich nicht einmal mehr sauer auf sie sein? Ich hab gedacht, sie hätte die Sache längst abgehakt. Was soll ich noch tun, um es wieder gut zu machen? Ich musste gerade an früher denken. Als unsere kleine Schwester Kim Marlenes Lieblingspuppe zerrissen hat. Ihre Puppe? Ja, die Füllung war futsch. Das Puppenbein hat traurig im Wind geschlackert und dann haben wir es mit Liebesperlen aufgefüllt und wieder zugenäht und den Rest unter der Tür durchgeschoben. Es hat funktioniert. Ich soll mir Liebesperlen besorgen? Ich habe dir gerade einen Tipp aus unserer Kindheit gegeben, mit dem du deine Beziehung retten kannst. Was du mit der Information anfängst, musst du selber rausfinden. Und du meinst, ich sollte das tun? Was? Deine Beziehung retten? Nein, das mit den Liebesperlen. Keine Ahnung. Das musst du selber wissen. Schön, dass Sie an unsere Verabredung gedacht haben, Nicola. Glauben Sie im Ernst, ich würde Sie versetzen? Sie wissen ja, wie das ist, je länger man auf etwas wartet, desto größer die Sorge, dass es nicht stattfindet. Sie erinnern sich an das Collier?
Ja, aber... Ich bitte Sie, Nicola. Nehmen Sie es diesmal an. Ja, es würde mir so viel bedeuten. Diese Perlen sind alter Familienschmuck. Tragen Sie es. Für mich. Die gute Nachricht ist, ich habe keine von deinen Puppen kaputt gemacht. Wenigstens das habe ich ausgelassen. Weißt du was? So langsam habe ich die Schnauze voll. Ich war unter Narkose und wusste nicht, was ich sage. Aber du weißt, dass ich dich liebe. Und trotzdem behandelst du mich wie den letzten Lakaien. Nur weil ich nicht mit dir zu diesem Quinn gegangen bin. Und dann lasse ich mich auch noch von Dana dazu bequatschen, diese Nummer mit den Liebesperlen abzuziehen. Das war ein Witz, oder? Dana hat mir einen vom Pferd erzählt? Dieses Ritual gibt's bei euch gar nicht? Hey, was ist so lustig daran, wenn ich mich hier vor dir zum Deppen mache? Ich komme zurück zu unserem Weltraum-Spezial. Bei mir ist die ganze Nacht über der bekannte Astrophysiker Professor Kolberg. Nicola? Ja? Geben Sie mir Ihre Hand. Wozu soll das gut sein? Es ist für mich die unverfänglichste Möglichkeit, Ihnen nahe zu sein, Nicola. Schließlich verhandeln wir über die Zukunft Ihres Verlobten. Und dieser Moment verlangt eine große Geste. Finden Sie nicht? Damit sind Kometen ironischerweise die schwärzesten Objekte des Sonnensystems. Liebe Hörer, das verspreche ich Ihnen. Sie verpassen hier nichts. Aber spielen Sie ruhig Musik. You talk too much. Maybe that. Ich krieg keine Luft mehr. Ich nehme an, das ist Ihre Antwort. Ich kann das nicht. Ich wollte wirklich alles tun, um Philipp vor dem Gefängnis zu bewahren, aber ich kann einfach nicht so weit gehen. Und ich kann mich nicht in sie verlieben. Und sie glauben doch nicht wirklich, dass sie meine Gefühle erzwingen können. Ich glaube es nicht, ich habe es gehofft. Und ich nehme an, das ist Ihre letzte Antwort. Haben Sie doch ein wenig Mitgefühl. Helfen Sie mir. Thank you.
Mitgefühl, ich habe Mitgefühl, ja. Vor allem mit Opfern von Verbrechen. Was wollen Sie mir damit sagen? Dass ich der Polizei mitteilen muss, dass Sonja von Steigenberg wichtiges Beweismaterial gegen ihren Verlobten verwahrt. Nein, das können Sie nicht machen. Was erwarten Sie? Dass ich einen Mörder unschuldig davonkommen lasse? Was du meinst in der Welt? Schlaf weiter, ich gehe schon, ja? Vergiss mich nicht, wenn es brennt. Nico! Es ist aus, Helena. Endgültig. Setz dich erstmal, was ist denn passiert? Ich habe dem Berger gesagt, dass ich seine Spielchen nicht mehr mitspiele. Und jetzt will er die Polizei über das Tonband informieren. Ich habe Philipp ins Gefängnis gebracht. Ganz ruhig, Nico. Sieh mich an. Egal, was du gemacht hättest, Berger hätte immer am längeren Hebel gesessen. Er hat die Regeln in diesem Spiel bestimmt. Aber dieses Spiel ist jetzt vorbei. Du musst Philipp die Wahrheit sagen. Und bei der Polizei eine Selbstanzeige erstatten. Und dann? Dann kommt er ins Gefängnis, Helena, das weißt du so gut wie ich. Nein, ich werde den Mann, den ich liebe, vor dem Gefängnis bewahren, egal wie. Nicola? Es gibt Dinge, die wir normalerweise nie tun würden. Und selbst im äußersten Notfall zögern wir noch, diesen Schritt zu gehen. Was? Aber irgendwann ist die Verzweiflung so groß, dass wir uns selbst fremd geworden sind. Wir sehen nur einen Ausweg.